Ich finde, das macht sich echt gut. Hier muss ein bisschen Schnee verteilt werden. Warum es irgendwie hinpasst, es passt nirgendwo hin. Oder? Irgendwo ein Da war gerade noch ein Stückchen. Hier. Ah, ist nicht hilfreich. Hier ist aber hilfreicher. Denn das Gebiet war mir noch zu grün. Hier ist es nirgendwo mehr möglich. Hier kann noch ein bisschen was bedeckt werden. Hier kann noch ein bisschen was bedeckt werden. Ja, weiter so kommen wir nicht. Dass natürlich oben in den Bergen kein Schnee liegt, ist ein bisschen... Oh, hier ist Pilz. Ein bisschen bitter. Auch nur einzelne Stellen, wo es hinpasst. Ja, was soll's. Hält die Wirtschaft hier an? Funktioniert die? Das funktioniert und das funktioniert. Ich möchte das Bürgerhaus anfassen. Gib mir das Bürgerhaus. Das ist glücklich. Mehr möchte ich davon auch nicht. Gut. Wir haben es fertig, das Städtchen hier oben. Hier wiederum. Woran scheitert ihr? An Holz, weil ihr nicht rankommt an den ganzen Kram. Ich habe kein Anrecht darauf, überrascht zu sein. Militärische Gebäude. Erstmal speichern. Genau. Hast du recht, Spiel. Wie konnte ich das nur vergessen? Was machen wir eigentlich mit dem Gebiet da draußen? Vor der Burg. Ich bin mir echt nicht sicher, was wir denn machen möchten. Das steht da so und es guckt so frei. Wahrscheinlich bewalten wir es einfach. Im Zweifel wollen wir einen Wald haben. Denn... An der Stadt müssen wir eigentlich nichts mehr wirklich verändern. Die steht. Es fehlt an Holz. Wir setzen ein paar Holzfäller da rein. Und bewalten ihn nebenbei. Aber ungeordnet. Einfach reguläre Holzfäller. Denn wir sehen, dass das Holz von unserer Stadt ein bisschen Abgang proben möchte. Spiel gesichert. So. So passt das tatsächlich. So ging es auch, aber ich würde es dann wahrscheinlich so setzen. Ich könnte natürlich einen Graben noch dazu ziehen. Haben wir schon mal gemacht. Wie machen wir das denn so, dass es vom Platz sehr gut aussieht? Ich meine, es kann nicht schaden, einen inneren Graben zu haben. Was soll's, machen wir es. Wir haben es schon einmal gut aussehend hingekriegt, wir kriegen es auch ein zweites Mal gut aussehend hin. Ist gut, Adolf. Hier können wir eine Statue da rein oder so. Die Ecken hin. Straßen. Halt, das war falsch. Zuerst die Brücken, dann die Straßen. Mein Fehler. Mea culpa. Ach, Brücken haben wir hier. Hier brauchen wir eine dezentere Brücke.
Nehmen wir die venezianische. Naja, die ging auch. Bald! Das hier muss erledigt werden! Nehmen wir die venezianische. Die ist die mit Abstand subtilste von den Brücken. Genau, in Godford erstmal eine Hexe suchen. So, eine Burg ist immer noch eine Burg. Dürfen wir nicht vergessen. Ziehen wir aber erstmal reguläre Steinstraßen hier durch. Reguläre Steinstraßen. Nicht teuren. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Muss ja nicht alles aussehen wie ein Drecksloch hier. Hier kommt unser Belagerungsgerät. Nee, unsere Proviantmagazine brauchen noch ihren Platz. Stimmt. Das dürfen wir ja nicht vergessen, dass hier unsere Proviantmagazine ihren Platz finden könnten. Wenn wir das hier so einstampfen. Man muss ja nicht drumherum rennen können um den Burggraben. Da könnten wir diesen Platz aufstellen, um das Belagerungsgerät zu halten. Oder hier kommt dann. Und hier kommt unser Drillplatz hin. Und diesmal machen wir einen schönen Drillplatz. Wir stellen es nur aus Zierplätzen zusammen. Bin mir noch nicht sicher, wie wir die anordnen möchten. Aber wir finden bestimmt schon einen guten Weg dazu. Mit kleineren Mustern zusammen. Na, Fragen über Fragen. Okay, wo finden wir diese Hexe? Irgendwo im Südbereich der Stadt, sagt er. Da wir so riesige Straßen haben, dürfte es gar nicht so schwierig werden, die zu finden. Es ist viel schwieriger bei irgendwelchen engen Clusterstädten, habe ich das Gefühl. Da ist sie. Sie haben die gesuchte Person. Das müssen wir anpassen, glaube ich. Der Boden passt nicht ganz, passt nicht mehr wirklich in die Stadt rein. Ultimative Verlangsamung. Taverne. Komm her. So. Komm mal die Hexe abholen. Andererseits haben wir ein kleines Frachtboot dafür, das es machen kann. Die Lorelei. Das einzige unserer kleinen Kriegsschiffe, das den ganzen Korsarenkreuzzug überlebt hat. Deswegen werden wir es auch nicht außer Dienst stellen oder verkaufen. Es ist Geschichte, dieses Schiff. Die Arbeiter stehen bereit. Wir warten nur auf ein Zeichen von euch. Ach, Hölle. Wenn ich hier grabe... Geh weg. So, wir stellen zuerst mal unsere Zitadelle fertig, bevor wir in die Idee kommen, unsere Stadt fertig zu machen. Wie machen wir das mit diesem Platz? Wir möchten immer unsere Garde hier rumstehen haben. Zäune kommen, nachdem der Boden steht. Ich würde sagen, zuerst kommt dann noch der Pflasterstraßenplatz als Grundbasis dafür. Schusssteine. Und darauf sind wir in der Lage, diese Angelegenheiten zu bauen, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Okay, wir können die Zäune schon zuerst setzen. Zierfelder, Zierzäune. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Was ist dann ein militärisch anmutender Zaun? Ich würde sagen, der hier. Der ist der beste dafür. Wir müssen die so setzen, dass die nach außen gehen. Damit die auf dem Platz an sich nichts irgendwie komisch im Weg stehen haben. Fangen wir mit den Ecken an und können dann von den Ecken aus orientieren, wie wir den genau bauen möchten.
Okay, keine Seiteneingänge. Platzierungsbox soll auf der Straße liegen. Wir hätten mitzählen müssen. Hey! Was meinst du, was du hier treibst? Nochmal. Dann müssen wir mal anders drüber. Das sind die Zäune, mit denen wir arbeiten wollten. So, zuallererst die Ecken. Von denen kann man nämlich viel besser durchzählen, um einen symmetrischen Zugang zu finden. So, wir haben festgestellt, Seitenzugänge schließen wir mal kurz aus. Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf und fünf. Und das passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Was? Sechs? Sechs? Eins, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, du mich auch spiel. Dann machen wir es folgendermaßen. Okay, dann weiß ich, wie wir das machen. Dann weiß ich, wie wir das machen. Dann machen wir diese Stellen dicht. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir einfach immer bei 4 jeweils frei. 1, 2, 3, 4. Dann, wieso ist da noch frei? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Halt. War falsch. Willst du wohl tun, wie dir gesagt wurde? So, jetzt ist richtig. Barnabas wurde auf seinem letzten Raubzug schwer verwundet, als er vor Gier geblendet eine Schatzkammer stürmte. Eine Kreuzhexe, die in ihrer Siedlung gesehen wurde, soll ihm Linderungen verschaffen. Bitte sehr. Hast du's geschafft? Glück gehabt. Wurde schon ungeduldig. Ja, habe ich mir gedacht. Wie geht es den Vorräten dieser Stadt? Wir haben ja ein paar Sachen verboten. Das hier muss erledigt werden. Das hält. Hält alles. Hält alles gut. 30 Tonnen Hanf, 20 Tonnen Kräuter, 10 Tonnen Seide. Bin mir nicht ganz sicher, wo wir die Seide herkriegen wollen. Nein! Haben wir in dieser Stadt Seide? Nein, warum auch? Haben wir in dieser Stadt Seide? Nein, warum auch? Dann hat also hier die Seide für uns. Ich bin froh, euch endlich wieder zu sehen. Ja, er hat 10 Tonnen Seide. Was mich daran erinnert. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Fahrt zur Hölle damit. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Es war schon immer mein Wunsch, mehr über das Morgenland zu erfahren, das mir der Kaiser erlaubt. Geh weg im Hofberg, ich muss meinen Ruf merken. Eines Reiches zu verweilen, ist mir gleichermaßen Ehre wie Freude. Hofberg ist mal wieder unhilfreich. Euer Besuch wärmt das Herz. 2000 brauchen wir, sind gerade bei 0. So, wir sind halt bei 1500, dann zwei davon. Wie ist es euch inzwischen ergangen?
Ich hasse dich auch. Und dann fehlen uns genau 50. Du nimmst nochmal 50 mit. Wie schön, euch wiederzusehen. Denn wir müssen ja die Moschee irgendwann bauen dürfen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Von mir aus verbrenne. Solange sie die Moschee gebaut kriegen, soll es mir vollkommen egal sein, was du treibst. Mit. Ihr seid hier immer gern gesehen. Vernünftig. Geht mal den Großvisier besuchen. Das Flaggschiff ist schon angekommen. Es tut gut, euch zu sehen. Ging überraschend schnell. Die Kreuzdechse benötigt dringend Verbandsmaterial. Die meisten Schnitte sind schnell verheilt, aber einige tiefe Stiche in Barnabas Leib bereiten der alten Sorgen. Oh, Fleisch. So, wir waren hierbei stehen geblieben. Unserem Spaß mit dem Bauplatz. Zierplätze sind jetzt, woran es liegt. Sind ein bisschen schwierig. Vielleicht aber auch nicht. Wenn wir die Dunkelplätze als Trenner benutzen, wofür ich fühle, dass sie sich gut eignen könnten, dann könnten wir mit den größeren Plätzen oder mit den hellen Plätzen Muster legen. Dann machen wir das so. So. Dann kommt jetzt... Nein. Oh. Das behalten wir uns im Hinterkopf. Das ist auch eine Option. Wollt ihr hiermit eure Anerkennung zum Ausdruck bringen? Das ist so schon zentral. Also habe ich das Gefühl, darum können wir vielleicht was da drumherum bauen. Welch ein Freudentag. Der Sultan selbst besteht darauf, euch den höchsten Ehrentitel zu verleihen. Hier ist alles voller Hanf. Ja. Der Großvezier behandelt... Wird's bald! Das hier muss erledigt. Also, nächster Schritt, alle Errungenschaften freischalten. Oh, schon 2 Stunden rum. Tatsächlich, ja, dann spreche ich das Spiel vor lauter Freude erstmal. Aber ein bisschen können wir noch. Ein bisschen ist noch drin. Ich möchte noch alle Errungenschaften irgendwie freischalten. Und vielleicht schon mal den Auftrag geben, die Moschee zu bauen. Und wenn wir in der nächsten Aufnahme versuchen müssen, den Orient einfach irgendwie schön zu machen. Und dann kriegen wir schon alles hin. Wir müssen auch an 10.000 Gesandten arbeiten, was... an und für sich eine pure Katastrophe werden wird. Eine riesige Katastrophe. Hier gibt's Arbeit, also fang endlich an! 2 Kisten Treibgut. Oh, da dafür war noch Platz. Weil es jetzt verbraucht wurde. Ah, sieh an. Geh an die Arbeit. Ein kaiserliches Langschwert der Regentschaft. Erhöht vorübergehend den Schaden durch das Heer auf einer Insel. Dauer 5 Minuten, hat aber keinen Cooldown. Es ist ein Einweg-Item. Funktioniert nur ein einziges Mal. Wo waren wir stehen geblieben? Plätze. Wir wollten den Mittelplatz hier drumherum irgendwie orientieren. Und mit hellen Plätzen wollte ich hier Muster legen. Unsicher, wie das am besten funktionieren möchte, tatsächlich. Oh, es geht eigentlich. Passen die Soldaten eigentlich noch drauf auf die Plätze? Ja, perfekt. Gut.
Die Plätze passen nur beschränkt gut zueinander. Das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Und der hier wiegt auch am besten irgendwie besser als ein Übergangsplatz. Ist der gerade durch den Zaun durchgerannt? Interessieren Sie sich für nichts? Ja, die wirken für mich besser als so Plätze zum Übergang. Nein, nicht wirklich. Nein. Nein. Köstlich. Prunkvoll. Prunkvoll ist auch schon ein bisschen sehr prunkvoll, muss ich zugeben.